Willst du einen sauberen Kalle haben, musst du im Geschäft nach Kalle Klo fragen. Kalle Klo, Kalle Klo, ja, das macht den Kalle froh. Peng, peng, herzlich willkommen zum neuen Year, Alter. Herzlich willkommen hier, Hausdings, Fabrollen. Du weißt schon, das mit den Dings. Ich bin Karl-Judy Kalle Kuschinski, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Und ich pimp Häuser, sehr professionell, Alter. Und ihr habt mir über die Feiertage Bilder zugeschickt. Ihr habt mir gezeigt, dass Leute unsere Lebensweise übernehmen. Fabrollen anbringen. Ihr habt euch Fabrollen gewünscht. Ich hab Fabrollen. Leute wünschen sich mittlerweile zu Weihnachten und etc. pp. Fabrollen. Und ich hab mir gedacht, pimpen wir jetzt endlich mal unser Bathroom, Alter. Weil das hat hier irgendwie ganz lange in dem, also das hier, das sieht nicht aus. Verstehst du, wie ich meine? Es gab hier, glaube ich, mal einen Anschluss, genau, hier für eine Dusche. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal in den Shop hinein. Ich hätte ja gern was Dezentes. Sowas zum Beispiel, ne? Ah, das ist ein Toilettenpapierhalter. Gut, sah ein bisschen aus wie eine Dusche. Ich habe ja auch keine Dioptrien hier, meiner Dings. Ich denke mal, wir werden hier Kors nehmen oder Idium. Iduim. Ja, Kors. Oh, guck mal, da kann man sogar noch hier ein bisschen mit dem Rahmen spielen. Lecker Rahmen, ne? So, und jetzt müssen wir noch mal montieren. Den ganzen Bums, ne? Machen wir mal eben hier schnell. Zacki, zacki, Hühnerkacki. Wir müssen hier auf jeden Fall streichen. Grundsätzlich habe ich aber auch das Gefühl, dass das Haus so klein ist, dass es nicht Sinn macht, hier eine Tür einzubauen. Gut, wenn man scheißen muss. Wenn man scheißen muss, wird es wahrscheinlich stinken. Aber das ist ja kein Klo zum Scheißen. Das ist ja so ein Klo zum Zeigen eigentlich eher. Und daher werden wir Folgendes tun. Wir werden hier jetzt erstmal schön streichen. Und ich habe an irgendwas Goldenes gedacht. Ich habe an Funkeln gedacht. Ich habe an prunkvollen Shit gedacht. Im wahrsten Sinne. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, wir brauchen jetzt hier für die Wand Sandmantel. Oder Morgengelb. Das war die Pisse, ne? Morgengelb war Pisse, haben wir ja gesagt. Nö, dann nehme ich Mandarinorange. Neuer Fertigkeitspunkt. Geil. Die Farbe verbessern wir jetzt. Gern. Danke. Das sieht doch schon einladend aus. Da hat man doch schon direkt das Feeling, Mensch, du, was ist hier denn los? Ich meine, ich komme hier rein, alles voller Fabrollen. Und dann gucke ich hier links. Aha, Badezimmer. Aha. Gönn. Ja, gönn. Keramikfliesen Scarlet. Ja, das sieht auch nach was aus. So, guck mal hier, zacki Bumi. Du, das ist doch schön. Wir werden hier nochmal ein schönes Poster anhängen. Ein Kuschinski-Poster muss auch auf Kackhaus. So, da tun wir da so hin. Das sieht gut aus. Und jetzt natürlich, ne, der Feinschliff. Der absolute Feinschliff für unser Bad. Und das ist jetzt Folgendes. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, und dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall hier mal wieder gut ein paar Fabrollen verteilt. Und da ist man dann auch natürlich inspiriert, dafür sein eigenes Badezimmer ähnliche Designs anzulegen, ne? Und das sieht astrein aus. Hier, sowas. Das sieht doch nach was aus. Und dann ist hier oben unser Laptop. Und das ist doch ein einladendes Arbeitszimmer. Da ist ein gutes Klima drin. Das ist eine Duftzentrale, ne? Man hat immer was zu fappen und da ist das Fab-Gerät. Also unnormal belohnt. Was ist das denn? Angelika Werner? Also heißt sie jetzt Angelika oder Werner? Ist das jetzt ein Angelika oder ist das eine Werner? Hey, meine alte Tante ist im Hotspiz gelandet. In Hotspiz? Hotspiz? Hospiz! Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter, die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie bei mir. Hihihi! Was soll dieses Hihihi und der Smiley, Angelika Werner? Ja? Du musst mal entweder dich entscheiden, was du willst, oder dich entscheiden, was du bist. Es sollte schick und stilvoll sein. Angelika Werner, ich bin dein Mensch. Und deswegen bin ich Karl-Judy Kalle Kuschinski. Und ich pimp Angelika Werners Haus. Alla. Dann machen wir mal Ding Dong und gehen rein in die Hütte. Angelika Werner, ich komm jetzt rein. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo!
Aha. Die Bilder, die sind wirklich nicht so schön. Aber hier sind auf jeden Fall einige Bilder angebracht. Wir wollen vielleicht den alten Touch noch so ein bisschen aufleben lassen. Da können wir ein paar Kuschinski-Bilder aufhängen. Das ist für mich kein Problem. Und jetzt kann ich hier mal den Knüppel nehmen. Und jetzt darf ich auch verkaufen. Der Spurt, ne? Hier, gönn. Alles muss raus. Weg. Das Sofa, das war richtig retro, ne? Das war nicht schlecht. So, hier, zacki. So, ich habe jetzt Einkommen generiert und gleichzeitig noch Sachen verkauft. Hab ich jetzt das Geld? Oder? Es ist unfassbar gut. Guck mal, da geht aber, wir haben es jetzt gesehen, beide Kontostände hoch. Mein Konto, also gut für mich, und das, wie ich bezahlt werde. Das ist ja unnormal entlohnt, Alter. Mauern, die zerstört werden sollen. Also hier wird wieder eingezeugt. Hier sollen wir mal komplett einen rausreißen. So, was sollen wir hier machen? Dürfen wir hier Sachen verkaufen? Nee, Badezimmer? Das ist unmoralisch. Du, wir haben mit unserem Tacker hier schon alles weggescherbelt. Jetzt brauchst du im Bad nicht anfangen rumzuheulen, meine Herren. So, hier ist halt auch alles weg, die Scheiße. Es sieht auch, also sorry, von der Einrichtung. Ich meine, hier war irgendwie, das ist hier wirklich wie von einer alten, verzweifelten Frau, wa? Ich spiele kein Diebstahlsimulator, du! Ich weiß. Dann werden wir, bevor wir natürlich streichen, jetzt hier die ganzen Wände, fangen wir jetzt hier mal an, hier zu kloppen. Ja? Razzong. So, jetzt verkaufen wir erst nochmal die Tür, weil bringt Money. Hier, mit Köpfchen müsst ihr arbeiten. So. So, neue Fertigkeit. Geil, weil wir jetzt richtig hier weggezimmert haben. Gönn. Wir können jetzt den großen Profihammer uns gönnen. Und dann können wir gleich mit dem großen Profihammer reinballern. Gönn. Kücheninsel mit Spülbecken sollen wir jetzt hier noch einbauen. Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten runter. Wir haben jetzt schon fast 10.000 Taler zurückbekommen. Und sogar noch 2.000 ungefähr, so ein paar zerquetschte, einfach durchs Verkaufen. Kücheninsel mit Herdplatte, Kücheninsel mit Spülbecken. So. Oh, da kann man Farben aussuchen, ist ja auch nochmal melohnt. Geil. So, ein bisschen dunkler ist jetzt auch modern, ne? So dieses Helle, das ist immer so blöd. Da sieht man immer diese Wasserflecken immer so ein bisschen blöde und sowas. Das muss nicht sein, ne? Und dann würde ich sagen, so sieht das doch schick aus. Oh mein Gott. Ist das delicious? Das ist so delicious. Gönn! Aha, guck mal hier. Ah ja. Doch, guck mal hier. Oh, das sieht doch schon mal. Guck mal, das geht ineinander über. Farblich. Auch abgestimmt. Wundervoll. Hier, das passt perfekt mit der Heizung. Schön. So, wir machen jetzt noch Kühlschrank Japan. Du, das ist jetzt farblich hier natürlich nicht so alles stimmig. Gebe ich auch gerne zu. Was wollen sie noch? Couch-Elle. So, Couch-Elle und TV-Schrank Anna. Da machen wir natürlich hier in die Richtung. Schreibtisch Anna, Nachttisch Anna, TV-Schrank Anna. Guck mal. Das sitzt doch, das passt doch wie angegossen, du. Leute werden jetzt denken, das sieht scheiße aus. Ja, definitiv. Aber hier wurde ja auch noch nicht gestrichen. Und das ändern wir jetzt. So. Und damit haben wir es dann auch geschafft. Hier in der Küche oder in der Küchenbereich, ne, da haben wir dann schön Kaffee mit Milch an die Wand gemacht. Oder wie ich sagen würde, fachjargonmäßig. Scheiße. Und hier haben wir schön himmlisches Blau. Ne? Und die elektronischen Geräte, du, da muss die Angelika Werner, da muss der dann selber gucken. Ne? Streiche mit den Farben Mandarin, Orange und Weiß? Aber das ist doch viel schöner. Nö, mach ich nicht. Du, ich bin hier der Experte. Und nicht Angelika Werner. So, was wollen die hier? Doppelbett mal, Regal kahl und Bürostuhl. Gut, dann nehmen wir mal. Das kann man mal nehmen. Das nehmen wir, das kommt mal hier hin. Regal kahl, erstmal dahin. So, was wollen sie noch? Bürostuhl, Nachttisch Anna rechts, Nachttisch Anna links. Anna von links und Anna von rechts, wer wird? Zack, Eckschreibtisch, jo. Wenn der jetzt hier reinpasst. Oh, normal geil. Ja, ja. Ja, das ist schon okay, auch wenn der Schreibtisch ein bisschen drüber geht. Messer durch. So, streichen sollen wir jetzt hier in den Farben verblichene Zitrone. Nehmen wir nochmal eben Wischer in der Hand hier, Wandwischer. Es ist so krass, wie lange ich mit einmal Farbe aufnehmen klarkomme, ne? Das ist so geil. So geil, Alter. Geil, haben wir auch erledigt. 14.000 Flocken jetzt insgesamt hier verdient, du. Du, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. So, fallen die Dinger mal ab, Alter. Was soll das? So. Noch ein bisschen Markenzeichen hier, ne? Einbauen. Zack. Das sieht gut aus. Da brauchen wir noch ein bisschen Halogen. So. Machen wir so. Schöne Spotlight aufs K. Denn das K an Kalle Kuschinski steht ja auch für Qualität, ne? Haben wir ja schon mal gelernt. Hm. Ah. Oh, ich habe mich, glaube ich, voll gesaut.
Aber ich habe jetzt neue Kleidung. Denn ab sofort gibt's Kalle Kuschinski Pullis, Alter. Die Poster und die T-Shirts, die gab's schon. Und jetzt gibt's auch im Merch Pullis für den Winter, Alter. Das ist meine Fresse. Gönn dir bloß. Gönn dir. 63.000 Euro auf der hohen Kante. Und dann gucken wir nächstes Mal, ob wir uns mal wieder eine Hülle kaufen und die mal verscherbeln. Und dann gucken wir mal, was man da so einbauen kann, ne? Ich war's, euer Kalle Kuschinski, Alter. Und bis zum nächsten Mal oder so, ne? Tschüss.